Moin Jungs und Mädels, ich bin wieder da, wie gesagt. Guck mal. Ach, schade, das gewahrt er leider nicht. Wie gesagt, ich bin wieder da und ja, würde ich sagen. Gehen wir jetzt erstmal zur Richterin. Den Infektionsherd, den lasse ich jetzt mal Infektionsherd sein. Kann ich nicht hier irgendwas machen? That's not a good idea. Warum nicht? Heimatbasis. Verlege deine aktuelle Heimatbasis an den Ort, an dem du dich gerade befindest. Ja, gut. Ne? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, wo ist es jetzt? Wir müssen. Was ist das? Locke Zombies mit viel Lärm an. Ja, gut, wenn wir da schon mal sind, dann fahren wir da hin. I'm on the move. Ups. When are you coming home to let that heal? Ja, später. Später. Wir sind ja noch gechillt. Wir waren ja noch lang, nicht lange unterwegs. Glaube ich, oder? Nö. Eigentlich nicht. Damn, they're on that thing like hobos on a corn dog. Ja, Mann. So, dann können wir ja weiter, ne? Ich muss nämlich zu der Alten. Dann fahren wir aber da lang. Ja, das ist hier so besser. Gott, ich hoffe, das Auto geht uns nicht kaputt. Ja, dann habe ich ein Problem. Scheiße! Das ist vermutlich alles im Griff. Hast du das mal gesehen? Ich helfe dir mal kurz, ne? Oh, das war ein schöner Schuss. Tschüss, du Mistvieh. So, machst du das jetzt bitte? Danke. Meine Fresse, das gibt's ja gar nicht. Komm rein, der Mann. Perfekt, dann können wir weiter. Oh, jetzt reicht's ja aber auch. Schon wieder eine Zombie-Horde. Was ist denn hier los? Ich muss hier langsam fahren. Ich sehe es nämlich schon kommen. Mir fällt das Auto gleich unterm Arsch weg. Das wäre echt uncool. Das wäre nicht so geil. So, da hinten ist ja. Ah, das Auto hat wieder Felgen, okay. Sehr gut, gut gemacht. Das sind schon mal Vorräte. Wir brauchen aber Bausachen. Wir müssen noch was bauen. Geil! Dann nehme ich den doch nochmal. Perfekt. Da ist ein Fetti. We got a bunch of civilians heavily engaged with Zed about a half click down from our position, requesting permission to assist. Alter, ich hab nicht mal die eine Mission abgeschlossen. Jetzt lass mich doch erstmal machen. Das gibt's ja gar nicht. My ass remain on station. These people are getting their asses handed to them. Do you hear me, Charlie Actual? Charlie Actual. Charlie Actual, okay, ja gut. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal zur Richterin. Und ja. Das ist auch wichtig. Irgendwie kommt mir das Auto so langsam vor, kann das sein? Und das Spiel ruckelt wie doof. Das gibt's überhaupt nicht. Das hat gar nicht so eine geile Grafik und das ruckelt wie doof, ehrlich. Das ist der Knaller. Das ist echt der Knaller. So, wo muss ich hin? Weiter, ja. Und ich glaube, das kriege ich hin. Weiter geradeaus. Das dürfte ich hinkriegen. Ich bin auch gerade die Serie Walking Dead, wie gesagt, am Verfolgen. Sehr coole Serie, sehr, sehr coole Serie. Kann ich jedem nur empfehlen. Also wer das Spiel mag, der findet die Serie mit Sicherheit. Ach komm, jetzt. Nee, ich habe da jetzt keine Zeit für. Echt nett. Fremde in Schwierigkeiten. Ich glaube, da mache ich dem das, mache ich das mit dem erstmal. Oder? Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal, was zuerst aufploppt. Scheiße.
So, was gibt's jetzt hier? Was ist das Problem? Shit, man, I told you this was a mistake. Jack should have known better than come to go off alone. You wanna go home? Huch. I didn't say that. Just you Hi. Should have known better is all. Heads up. We got a visitor. Guess we bit off a little more than we could chew. Versuche nach Vermissten helfen. Ja klar, warum nicht? I'm on. We appreciate it. Last we heard from him, Jack should be somewhere in this vicinity. Let's get looking. Kein Problem. Machen wir. Ist es weit? Nö, ist nicht weit. So, hab ich noch? Nee, ich hab nur das da. Wetten, das erste ist es nicht. Es ist es bestimmt nicht direkt. Oh, hier, zwei Stück, die mitkommen. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich super. Anybody in here? Anybody home? Ja, ein paar Sachen. Können wir ja gerade mitnehmen. Ich meine, wenn wir schon mal da sind. Ne? Oh, das sah aus wie ein Katana. Ich meine, wir müssen ja alles plündern. Wir müssen ja alles mitnehmen. Mein Gott, wir brauchen ja Zeug. Und so. Gott. Okay. Ach, Alter, das sieht gar nicht so lecker. Ih, Git. Aber Hauptsache, das Duschding noch da, ne? So, als her damit, komm. Yay, nichts gefunden. Nee, wie geht das? Ich vergesse die ganze Zeit, welchen Knopf ich da nochmal drücken muss für, ja, für Dings. Warte mal, ich glaube, ich weiß wie. Ja, genau das. Whatever you say. Geht das so? I'm cool with that. Okay. That's the kind of shit I like to see. Komm, mach hin jetzt. Gibt's hier überhaupt nicht. Ihr merkt schon, das Spiel ist sehr... Oh, eine Pistole. Ich gehe ja ab hier. Eine Pistole, wie geil ist das denn? Hammerhart. Hier ist eine Truhe. Ja, perfekt. Müssen wir gleich noch ein Stockwerk höher. Oh, was Mist. Oh nein, da kommt ein Zombie. Warum kommt da ein Zombie? So, haben wir noch mehr? Ja, da hinten ist ein Kühlschrank. Ihr kümmert euch ja um die da jetzt kommen, ne? Ja, ich glaube schon. Perfekt, hier ist nichts. Gehen wir nochmal hoch. Können wir hoch überhaupt? Alter, das kannst du doch nicht sagen, Mann. Jetzt mal ehrlich. Verdammt. Was ist das? Das ist ein Schlag. Okay, komm, das brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Inventar ist voll. Hoi, hier. Schön. Ne, dann gehen wir hier raus. Wenn ich den Ausgang finden... Ah ja, komm, verpiss dich. Ja, wir haben jetzt zu viel Zeug, glaube ich, mitgenommen. Scheiße. Anybody in here? Jemand hier? Ne, hier ist niemand. Machen wir mal ab. Da ist ein Zombie. Perfekt, da ist doch einer. Holy shit, am I glad to see you guys. How did you even find me anyway? Und wir haben gesucht. I don't know what to say. I'm not sure I would have survived out here on my own. Let's go. Watch my back. Wo soll ich jetzt hinbringen? So weit! Können doch bestimmt Auto fahren, ne? So mit dem hier. Ja, perfekt. Alter, das sieht aus wie Atlanta City. Scheiße, verdammt. Atlanta City ist euch ein Begriff, wenn ihr The Walking Dead gelesen oder geschaut habt, ne?
Gut, finde ich prima. Weil, das war der erste Zufluchtsort, sollte es zumindest sein. Aber die haben dann leider... Ja. Searching this garage for some gas for the generators when I heard some of those cops from the courthouse start coming up the street. And I don't know, maybe they would have left me alone, but I heard those broadcasts. I didn't want to take any chances, so I jumped out the back window, and of course what happens? I land right in the middle of a goddamn... Na geil. You're kidding. I managed to get clear, but they were right on my ass. Ah. I was low on ammo. All I could do was hole up in an empty house and hope that they got bored. Dann hast du ja nochmal Glück gehabt, Kumpel. Bringen wir dich erstmal zurück. Jack. That's our place. Thanks again for all the help. Hey, why don't you come inside? The least we can do is feed you. Das hört sich gut an. Das hört sich sogar sehr gut an. Oh, thank God. If you ever do something that incredibly stupid again, I will kill you, okay? Hi, Becca. Don't you high Becca me with your aw shuck small town charm. Du treuherziger Depp, geil. I can't believe you. We need to stay close to home. Jack could have died out there. I couldn't risk that. No, you just risked everything we have by leaving this place undefended. But I'm glad you're home safe. Well, you can thank our friend here for that. We'd have been in real trouble otherwise. Okay, I admit it. I'm impressed. You happy? Ja, etwas. I just saw that truck again. I think they're watching us. Ist das jetzt unser... Who they are? No, but they're none of the... Cool. Hey, don't sweat it. They try anything, I'll protect you. Können wir hier was machen? Okay then. I'm not proud. What's a good word? So, wunderbar. Dann kann ich ja hier weg, ne? Ja, kann hier weg, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich mal. Wo ist jetzt die Richterin? Die ist hier unten. Perfekt. Dann gehen wir mal zu der Richterin. In der Nacht. Ob das keine doofe Idee war, das werden wir gleich sehen. So, you gonna go talk to Joe Wilkerson? Ja, Mann. Ich kann mich nicht um alles kümmern, jetzt mal ehrlich. Tschüss. Scheißhorde. Das Auto ist auch fast im Arsch. Das gibt's doch überhaupt nicht. Meine Güte. Scheiße, ich bin falsch gefahren. Mist. So, zweiter Versuch, ja? Zombie-Horde getötet, okay. Das heißt, sie verpisst sich irgendwann auch wieder. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich muss eigentlich nur flüchten. Ich muss nur flüchten und dann ist die Zombie-Horde weg und dann kann ich einen einzelnen killen und dann passt das. Sehr gut, das hört sich prima an. Ja, Nacht gefällt mir nicht. Na schade, so auch nicht. Hey, 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 hey. Wir müssen Erfahrungspunkte dafür bekommen, dass wir eine Zombie-Horde killen, jetzt mal ehrlich. Das wäre viel geiler. So, wo ist denn die gute Richtung? Alter, du machst mir jetzt nicht schlapp. Ne? Du machst mir hier jetzt nicht schlapp. Kommt her, ihr Pisser. Kommt her. Danke. Ich hab die... Huch! Der ist ganz schön weit geflogen, der Typ. So, wir sind beim Gerichtsgebäude, oder was? Verdammt! Ich. Ah, hier. Hi! All due respect, Your Honor. We're stretched too thin as it is. You got half my guys guarding the dispensary instead of out there pushing these things back. I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have so many trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians for this kind of work. If you'd let me start training them, I'll discuss this later, Sheriff. We have a visitor. We have a visitor. Well, I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true.
We have a safe, secure society here, governed by the rule of law. Walk with me. I'll explain. You have a society? I'm sorry. What exactly happened in the United States when I wasn't looking? Ja, richtig. Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale. Krass. We have no way to know how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally succession, but it's all we have. All we have? The army's camp just across the river. Yes, and other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. Fear of the dead. Fear of the criminal element that sees this as an opportunity to prey on their fellow man. Fear of the uncertain future of our nation. Uh-huh. But it doesn't have to be that way. And of course, all firearms will be surrendered. Only duly appointed law enforcement officers are allowed to go armed. Right. Well, thanks for the offer. But we're doing just fine on our own. And I'm damn sure not surrendering my guns. So sieht sie mich aus. Full of flesh-eating dead people. I'm very sorry to hear that. We'd certainly prefer it if people joined us freely, before the issue has to be forced. Huh. Is that a threat? Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. Du Fotze. It's under a lot of strain. We're penned in pretty good by these things, and like you might have heard, we're short-handed. Tell you what, help me clear some of these problem areas out, and I'll vouch for you. Put in a good word, maybe set up some kind of trade arrangement. Hört sich gut an. Feel like lending the hand? Ja, komm. Happy to help. Hope you're geared up. We've got a few infestations to deal with. Ja, ich denke schon. Das dürften wir hinkriegen. Wo ist der Infektionsherd? Ach, da hinten ist einer. Okay, perfekt. Dann gehen wir doch da mal locker hin. Wir sind ja schließlich zu zweit. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Ich habe eine Waffe, er hat eine Waffe. Dürfte eigentlich passen. Hoffentlich. So, was heißt aber ein paar Infektionsherde? Huch. Können wir auch rüberfahren, ne? Ich würde nämlich gerne das Auto nehmen. Ach ja. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da so viele Leute mitnehmen. Okay, da muss ich ja gar nicht so viel machen. Geil. Kann ich da ja voll rumchillen. Ordentlich. I hate to see the old girl like this. Wait, what? The town. Ah, ich habe keine Tür mehr. Ich habe keine Tür mehr. Raise a family. I'm cool with that. Of course, my wife didn't agree, but never you mind.